Auch wenn das gute Wetter im Moment für bessere Stimmung sorgt. Corona-müde sind alle. Die Geduldsfäden reißen öfter. Die Forderungen nach Öffnungen, zum Beispiel des Einzelhandels, die werden lauter. Dazu wächst der Ärger über versprochene Schnelltests und nicht verbrauchte Impfdosen. Die Mutationen bereiten Sorgen, sodass die Politik keine Hoffnungen macht, dass wir bald zur Normalität zurückkehren können. Warnung vor der dritten Welle, lockern oder nicht, unser Thema in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Corona gibt nicht einfach auf, das Virus gibt nicht einfach auf, aber wir haben Tag um Tag mehr Mittel, mehr Möglichkeiten, damit umzugehen und ein Stück Normalität zurückzugewinnen, und Testen leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Das war Bundesgesundheitsminister Spahn heute in der Befragung der Bundesregierung. Herzlich willkommen aus Berlin zur Phoenix-Runde. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Ich begrüße Professor Dirk Brockmann. Er ist Physiker und Epidemiologe an der Humboldt-Universität in Berlin. Und von der anderen Universität kommt Professor Thorsten Faas. Er ist Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Und mit unserem Kollegen Erhard Schärfer, auch Gastgeber des Phoenix-Podcasts unter drei. Zugeschaltet ist uns Heribert Prantl. Er ist Kolumnist und Autor der Süddeutschen Zeitung. Schönen guten Abend, Herr Prantl. Guten Abend. Und aus Tel Aviv ist uns zugeschaltet Susanne Glass, Leiterin des ARD-Studios in Israel. Dorthin schauen wir alle neidisch. Schönen guten Abend, Frau Glass. Guten Abend aus Israel. Grüß Sie. Herr Brockmann, jetzt warnen alle vor der dritten Welle. Wir haben Angst vor den Mutationen. Also ist es klar, das Virus, wir haben es noch nicht im Griff, das Virus hat uns im Moment noch im Griff. Ist das zu viel Angstmacherei fast, dass da noch was kommen könnte, dass man nicht denkt, jetzt haben wir es endlich geschafft? Nee, also Angstmacherei ist es sicherlich nicht. Das ist ja evident. Also wir können ja uns die Zahlen anschauen und diese neue Virusvariante oder eine dieser neuen Varianten, die setzt sich durch, die wird halt stärker und nimmt mehr Platz ein. Und das hat man ja auch in Dänemark zum Beispiel schon gesehen, in Großbritannien, in Irland. Das heißt, und alles, was wissenschaftlich dafür spricht, dass diese neue Variante sich besser übertragen lässt. Und das bedeutet, dass natürlich auch da dann eine Gefahr einer dritten Welle besteht. Selbst wenn diese Reproduktionszahl, diese wichtigste Zahl, unter 1 ist, kann es sein, dass so im Hintergrund halt diese Virusvariante sich durchsetzt und dann sozusagen das Ruder übernimmt. Das sind also Varianten, die tatsächlich auch nicht so unwahrscheinlich sind. Also wir müssen schon auch damit rechnen, dass das ein Szenario ist, was passieren kann, dass eine dritte Welle kommt. Also wir müssen damit rechnen, oder sagen Sie, wir haben auf jeden Fall damit noch zu tun und wir können nicht damit davon ausgehen, dass wir in ein paar Monaten ein normales Leben wieder führen? Naja, also wir haben ja verschiedene Methoden, damit umzugehen. Also eine ganz wichtige Methode ist, dass die Inzidenz runtergeht in niedrige Bereiche, weil dann die Rückverfolgung besser funktioniert. Dann kann man auch besser lockern. Aber wir müssen auch die Reproduktion dieser neuen Varianten so weit runterdrücken, dass sie sich halt nicht wieder exponentiell ausbreiten. Und verschiedene Sachen liegen ja jetzt auch auf dem Tisch. Ne? Wir müssen halt schnell impfen, wir können Tests nutzen. Also verschiedene Werkzeuge, die wir zum Beispiel im letzten Sommer noch gar nicht hatten. Also auf der einen Seite hat das Virus jetzt uns eine neue Variante beschert, aber wir haben auch neue Methoden, damit umzugehen. Mhm. Herr Prantl, wenn wir davon ausgehen, dass die Mutationen uns halt eben noch länger kein normales Leben wieder möglich machen, wie muss man damit umgehen? Die Müdigkeit, ich habe es schon angesprochen, der Bundesgesundheitsminister hat es auch angesprochen, alle sind pandemiemüde. Ist die Müdigkeit, die Erschöpfung, kann das auch ein Argument sein, dass man sagt, ja, wir müssen jetzt lockern? Die Müdigkeit kommt da nicht von ungefähr. Die Müdigkeit kommt daher, dass nun die ganze Krise und die ganzen Maßnahmen schon sehr, sehr lange dauern. Die Müdigkeit kommt daher, dass der sogenannte Lockdown sehr pauschal, sehr generalisierend, sehr wenig differenzierend war. Und eine Lockerung des Lockdowns ist ja nichts Unanständiges. Es geht ja darum zu fragen, wie viel Normalität kann wieder herrschen. Mhm. Und wenn soeben Herr Brockmann sagt, die dritte Welle und die Gefahren sind evident, dann frage ich mich, worauf stützt sich die Evidenz? Stützt sich die auf die steigenden Infektionszahlen, auf die Sterbezahlen, auf die Todeszahlen, auf die Art und Weise, wie
die Intensivstationen überlastet sind. Da hätte ich gerne von den Epidemiologen, von den Virologen, deren Expertise ich ja schätze, ein bisschen mehr an Kommunikation. Und ich denke, die Krise, in der wir uns jetzt befinden, die Müdigkeit, das Mürbesein mit der Krise hat auch damit zu tun, dass die Kommunikation von Seiten dieser Experten nach meinem Dafürhalten nicht sonderlich gut funktioniert. Wenn die Virologen sagen, das rettende Ufer ist nahe, dann haben die Leute das Gefühl, ich auch, das rettende Ufer wandert immer wieder weiter weg. Und das Ganze macht die ganze Sache etwas schwierig. Ja, dann Sie kurz dazu und dann zur Kommunikation, Herr Faas. Herr Brockmann, auf welche Evidenz basieren Sie das? Weil Herr Prantl jetzt direkt nachgefragt hat. Ja, da gibt es natürlich verschiedene Säulen, auf denen das steht, will ich das mal so sagen. Also eine ist ganz klar, dass man halt in anderen Ländern beobachtet hat, wie schnell diese neue Virusvariante sich durchsetzt. Aus diesen Kurven kann man dann schätzen, wie viel wahrscheinlicher eine Übertragung mit dieser neuen Variante ist. Das kann man in Dänemark angucken, in Irland, aber auch irgendwo anders auf der Welt kann man das dann schätzen. Und dann misst man ja zum Beispiel über die Fallzahlen diesen R-Wert. Und wir wissen, dass der etwa zwischen jetzt so die letzten Wochen zwischen 0,8 und 0,9 geschwankt ist. Aber das wird dominiert durch diesen Wildtyp, der sich überall schon ausgebreitet hat. Und wenn sich innerhalb dieser Gruppe dann diese neue Variante ausbreitet, dann ist die Reproduktion dieser Variante größer als 1. Und man muss aber auch gleichzeitig immer berücksichtigen in den Modellen, zum Beispiel die Michael Mayer-Herrmann entwickelt, aber auch andere Gruppen, die ja sozusagen die prognostischen Arbeiten dann machen, dass das immer kombiniert sein wird mit zum Beispiel, dass wir sozusagen unkontrolliert lockern. Das heißt, alles, was, also lockern. Ja, aber die Frage ist, woran lassen wir uns messen? Wir haben immer gesagt, wir dürfen die Krankenhäuser nicht überlasten, die Gesundheitsämter nicht überlasten, die Todeszahlen. Das hat erstmal gar nichts zu tun. Ne? Okay, aber das ist ja vielleicht wichtig. Das hat erstmal gar nichts damit zu tun, sondern wie sich das Virus ausbreitet, hat einfach was mit Übertragungswegen zu tun. Ne? Und die versuchen wir so niedrig wie möglich zu halten. Genau. Herr Prantl sprach die Kommunikation der Wissenschaft an. Ich würde gerne mit Ihnen, Herr Faas, über die Kommunikation der Politik sprechen. Der Bundesgesundheitsminister musste sich heute im Bundestag den Fragen der Abgeordneten stellen. Da ging es natürlich auch viel um die Schnelltests, die er versprochen hatte zum 1. März und überhaupt über das grundsätzliche Krisenmanagement. Wie hat er sich geschlagen? Naja, wenn man bedenkt, wie schwierig die letzten Tage doch für ihn waren, er wurde zurückgepfiffen bei dieser Schnellteststrategie, dann ist er da eigentlich sehr offensiv und geradezu forsch aufgetreten. Aber das passt natürlich auch zu ihm. Er ist ein Kommunikationsprofi durchaus. Das haben wir in vielen Phasen erlebt. Aber im Moment geht es ja, glaube ich, eher darum, bestimmte Dinge auf die Straße zu bringen, sprichwörtlich. Und das ist, glaube ich, das Schwierige jetzt aus kommunikativer Sicht in diesen Tagen, dass man die Leute mitnehmen muss, dass man klar machen muss, dass es eine kritische Phase ist. Und es ist weniger die Tatsache, dass die Menschen, glaube ich, die Maßnahmen nicht akzeptieren. Natürlich gibt es solche, die sagen, die Maßnahmen müssen gelockert werden. Aber wenn Sie sich Umfragen angucken, wir haben diese Zero-Covid-Debatte. Es gibt genauso viele Leute, die sagen, eigentlich müssten die Maßnahmen noch viel weitergehen. Das Gefährliche gerade ist, dass das Vertrauen eigentlich schwindet, das Vertrauen in die Managementfähigkeiten. Schnelltests versprochen, die sind nicht, die, das genau, funktioniert so nicht. Genau, oder die ganze Impfdebatte sozusagen. Aber wenn man den Minister zurück, dann haben wir jede Menge, also Millionen unverbrauchte Dosen Impfstoff von AstraZeneca. Also das ist doch, wo sind die positiven Nachrichten? Aber das ist, glaube ich, genau der Punkt. Wenn wir dieses Jahr, was wir jetzt mit der Pandemie erlebt haben, Revue passieren lassen, dann ist es ja eine unglaubliche Komplexität, die für jemand, der kein Epidemiologe oder Virologe oder Virologin ist, eigentlich kaum zu durchdringen ist. Insofern ist der Faktor Vertrauen wirklich ganz, ganz wichtig. Und gerade dieser Faktor, das Vertrauen in die Regierung, ich meine, wenn man sich Umfragen anguckt, dann ist dieses Vertrauen in Deutschland wahnsinnig hoch gewesen. Und durch dieses Missmanagement und auch die Wahrnehmung des Missmanagements, Schnelltests, Impfung, ist gerade dieses Vertrauen, glaube ich, im Moment gefährdet. Und das ist das, was mir so ein wenig Sorge genau aus dieser kommunikativen Sicht gerade bereitet. Und dann schauen alle nach Israel und sagen, schaut doch mal in Israel, da geht das alles viel besser, da wird viel schneller geimpft und da haben die Menschen eigentlich fast wieder normales Leben. Frau Glas in Tel Aviv, ist das so in Israel, kann man sagen? Ja, weil Sie persönlich sind geimpft, haben Sie wieder ein fast normales Leben im Moment?
Nein, bei weitem nicht. Ich habe absolut kein normales Leben im Moment und vielleicht, bevor ich die Frage beantworte, kurz sagen darf, wir sind in Israel ja nicht nur bei den Impfungen voraus, wir sind auch im Prinzip, was Lockdowns und Wellen betrifft, voraus. Wir hatten die dritte Welle schon und es hat sich gezeigt, dass der Lockdown eigentlich nicht unbedingt Einfluss auf die Zahl der Infizierten hatte. Ich denke, das hat sich hier dann erst wieder leicht gebessert mit den Impfungen. Ich persönlich, wenn Sie mich fragen, also ich musste mich zusammenreißen, dass ich der Ärztin nicht um den Hals gefallen bin, als ich die Impfung bekommen habe. Und ich habe manchmal schon das Gefühl, dass ich hier mehr oder weniger in einer Parallelwelt lebe, wenn ich dann mitbekomme, wie verzweifelt meine Bekannten in Deutschland versuchen, für ihre betagten Eltern einen Impftermin zu bekommen. Und bei mir in Tel Aviv fahren mittlerweile die LKWs mit großen Lautsprechern durch die Straßen, die die jungen Leute auffordern, zur Impfung zu gehen und ihnen ein Freigetränk in der Bar versprechen oder auch Hummus oder Gratispizza. Also da sieht man schon, dass da Welten dazwischen sind. Auf der anderen Seite, wir haben den grünen Pass, darüber wurde viel berichtet. Mit dem grünen Pass kann ich im Moment in ein Fitnessstudio gehen. Den bekommen alle, die geimpft worden sind oder die genesen sind. Ich kann mittlerweile auch wieder in eine Shopping-Mall zum Einkaufen gehen. Dazu braucht es überhaupt keinen grünen Pass. Aber der Flughafen ist nach wie vor geschlossen. Wir haben jetzt die Purim-Feiertage. Da gibt es wieder eine nächtliche Ausgangssperre. Es ist noch nicht sicher, ob man hier nicht doch wieder zu einem Lockdown greifen muss. Denn es zeigt sich halt mehr und mehr, dass sich 30% der Bevölkerung nicht impfen lassen möchte. Vor allem Junge wollen sich nicht impfen lassen, auch sehr viele streng religiöse Juden oder auch arabische Israelis. Und das wird hier mehr und mehr zu einem Problem von Netanjahu. Gerade eben hat er übrigens seine Pressekonferenz abgehalten, hat noch einmal aufgefordert, geht zum Impfen. In der ganzen Welt warten die Leute auf den Impfstoff und in Israel wartet der Impfstoff auf die Menschen, die kommen. Also das ist im Moment so die Situation. Okay, Herr Prantl, wenn Sie das hören aus Israel, dass es nicht genug Impfwillige gibt, obwohl es genug Impfstoff gibt und dass man mit diesem grünen Pass sich etwas Freiheiten erkaufen kann, sozusagen durch die Impfung. Ist das was, wo Sie sagen, das würde ich mir für Deutschland auch wünschen? Ich würde mir für Deutschland wünschen, dass es genügend Impfstoff gibt, dass die Möglichkeit gibt, dass die Leute schnell zum Impfen kommen. Die Situation hier ist eine Katastrophe. Und die Nicht-Existenz des Impfstoffs, die Art und Weise, wie der Impfstoff nicht zur Verfügung steht, die Beschaffungsmaßnahmen des Impfstoffs, die Frage, wie der Impfstoff hier Mangelware ist. Die Leute wollen geimpft werden, die warten darauf. Und aber es gibt die Antwort von Spahn ist, ihr werdet vielleicht im September, im Oktober, im November geimpft. Das ist eine Katastrophe. Und wenn jemals ein Untersuchungsausschuss im Bundestag notwendig war, dann ist eher in dieser Frage notwendig. Was ist hier schiefgelaufen? Warum wurde zu wenig eingekauft? Was ist hier auf europäischer Ebene passiert? Da sind Dinge schiefgelaufen, die ich nicht nachvollziehen kann und die ich gerne im Bundestag geklärt hätte und die geklärt werden müssen. Israel besteht. Aber es gibt im Moment ja zu viel Impfdosen von AstraZeneca, der geimpft werden soll bis 64. Da sind 1,4 Millionen ausgeliefert, nur 211.000 sind verimpft. Also wie erklären Sie das denn? Ich bin ja kein Mediziner. Wenn die Leute sagen, der Impfstoff ist nicht derjenige, den ich haben will, dann wird man das akzeptieren müssen. Und es ist ja so, dass die Leute warten, aber sie wollen auch Vertrauen haben, dass der Impfstoff, der ihnen gespritzt wird, dass der funktioniert, dass sie nicht davor Angst haben müssen. Und da ist viel auch kommunikativ falsch gemacht worden. Wenn mir die Virologen sagen, dieser Impfstoff ist ideal, dann frage ich mich, warum ist es nicht ausreichend kommuniziert worden? Fragen wir den Wissenschaftler kurz, Herr Prantl. Herr Brockmann, wie gut ist der AstraZeneca-Impfstoff, um das einfach mal vielleicht zu klären? Also Herr Prantl hatte ja anfangs was von Kommunikation, sich auf Kommunikation bezogen. Und jetzt in diesem ganzen Kontext ist das absolut richtig, weil viel besser kommuniziert werden muss, wie gut dieser AstraZeneca-Impfstoff ist im Vergleich zu den mRNA-Impfstoffen, die ja extrem gut oder besonders geeignet sind für die Risikobevölkerung, also die älteren Menschen.
Und was halt auch kommuniziert werden muss, und das ist auch das Problem, natürlich ist es klar, dass wenn ich mir das aussuchen kann, das zeigen auch die Cosmo-Studien von Cornelia Beetsch aus Erfurt, wenn ich mir das aussuchen kann, dann nehme ich natürlich einen mRNA-Impfstoff, der auf dem Papier besser läuft. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, die gerne diesen Impfstoff hätten, weil sie dann geimpft sind, weil er ja auch schon sehr, sehr wirksam ist. Die kommen aber noch nicht dran. Und es gibt ja sozusagen eine Priorisierung. Und da muss man halt überlegen, also das zeigen zum Beispiel Modellrechnungen, die wir gemacht haben, dass es einen Riesenunterschied macht, wenn wir AstraZeneca, die jetzt die nächsten Wochen und dann insbesondere in der ersten Hälfte des zweiten Quartals, wenn wir da substanziell viel impfen können, also richtig Dampf machen, dann kann man am Ende des zweiten Quartals, also Anfang Juli, schon viel besser dastehen. Also alles, was jetzt da ist, müsste so schnell wie möglich wie es geht, auch an die Leute, die es haben wollen. Ja, da gibt es einen Vorschlag hier aus Berlin. Die Sozialsenatorin der SPD, Elke Breitenbach, sagt jetzt, wir wollen die nicht liegen lassen. Wir geben das jetzt Obdachlosen. Ist das jetzt das richtige Signal? Ja, also man muss zwei Spuren fahren. Es gibt eine Priorisierung, die STIKO ausgearbeitet hat und die ist die Ständige Impfkommission ausgearbeitet hat und die ist auch sehr stark optimiert. Wenn es da aber in diesem System zu einem Stau kommt und es andere Leute gibt, gerade in der jungen Bevölkerung, die geimpft werden wollen, die AstraZeneca nehmen würden, und damit ja sozusagen zur Herdenimmunität beitragen, dann ist das auch ein Weg. Dann spricht nichts dagegen, zwei Stränge zu fahren. Das muss natürlich klar sein. Wird aber nicht gemacht. Wer müsste es entscheiden, Herr Faas? Also wie ist da bei der ganzen Kommunikation, gerade mit diesen Impfstoffen, was läuft da schief? Wie könnte man das besser machen? Wer müsste es ändern? Naja, auch an der Stelle sieht man, glaube ich, dass es ganz verschiedene Erklärungen gibt. Und die Kolleginnen und Kollegen von Herrn Prantl haben ja recherchiert, dass es eben eigentlich auch an der Stelle ein Managementproblem ist, dass im Moment eben der Impfstoff nur an diese Prioritätengruppe 1 verteilt werden darf. Die sind aber inzwischen fast alle geimpft. Und irgendwie scheint man es versäumt zu haben, jetzt einfach für weitere Abnehmerinnen und Abnehmer zu sorgen. Also es ist ja ein kleines Fragezeichen dran, ob es wirklich die mangelnde Impfbereitschaft auf Seiten der Menschen ist, ob die wirklich alle gerne BioNTech hätten oder ob es an der Stelle auch ein Managementproblem ist. Gefährlich ist, glaube ich, so wichtig das ist, Herr Prantl hat eben das schärfste Schwert sozusagen geführt, den Untersuchungsausschuss. Natürlich sind diese Fragen, wer ist wofür verantwortlich, extrem wichtig. Nur durch solche Debatten ist es ein EU-Problem, ist es ein Wissenschaftlerproblem, ist es ein CDU, ein SPD-Problem. Damit erzeugt man, glaube ich, viel Zynismus, weil dann der Eindruck entsteht, es geht hier eigentlich nur um so ein Schuldmanagement, wer hat es denn am meisten verbockt, aber die Menschen wollen natürlich geimpft werden. Insofern ist, glaube ich, auch diese Debatte alleine gefährlich, weil sie eben so ein sehr zynisches Bild auf das Ganze wirft oder ein Licht auf die Situation wirft und wir die Sache dabei so ein bisschen auf die zweite Ebene verschieben. Herr Prantl, weil Untersuchungsausschuss, das wäre ja der Blick zurück. Dann würde man ja sagen, wer hat wann wie Verantwortung gehabt oder beziehungsweise nicht übernommen. Was würden Sie denn jetzt sich wünschen? Wo sagen Sie denn, wer müsste denn jetzt wirklich ja das Management verändern? Natürlich muss Herr Spahn das Management verändern. Herr Spahn muss werben. Herr Spahn muss kommunikativ tätig werden. Das wurde gerade gesagt von Herrn Faas. Er ist ein großer Kommunikator. Er muss nicht nur ein Impfangebot machen. Er hat ja vor einiger Zeit gesagt, bis zum Sommer wird jeder ein Impfangebot kriegen. Das hat die Kanzlerin auch gesagt. Das ist ein bisschen unvollständig. Wenn das Impfangebot heißt, dass die Leute im August ein Angebot kriegen und dann im November und Dezember zum Impfen drankommen, dann ist das Wort Angebot fast ein betrügerisches Wort. Da gaukelt man den Leuten eine schnelle Impfung vor, die es nicht gibt. Es wurde gerade etwas umgangssprachlich gesagt, es muss Dampf gemacht werden. Dieser Dampf muss mit allen Mitteln passieren. Es muss eigentlich, und das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die ich sehe, um die Krise zu bewältigen. Es muss bis Sommer, so gut es nur geht und so viel es nur geht, geimpft sein. Und da muss der Bundesgesundheitsminister gefordert sein und da müssen die Ländergesundheitsminister gefordert sein. Da muss ein großes Zusammenwirken passieren. Und am meisten fehlt, das Vertrauen muss wiederhergestellt werden. Aber der Bundesgesundheitsminister hat heute auch bei der Befragung immer wieder darauf hingewiesen, dass die Länder ja zuständig sind. Da kommen wir ja immer wieder in dasselbe Problem.
Dieses Ping-Pong muss in der Situation aufhören. Natürlich sind wir ein föderales System, aber föderales System heißt ja nicht, dass jeder die Verantwortung dem anderen zuschiebt. Föderales System heißt letztendlich, dass die Entscheidungen so nahe an den Problemen getroffen werden sollen, wie es nur geht. Und wir sehen, in Corona ist ein Kabinett oder ein Konvent von Ministerpräsidenten und der Kanzlerin tätig. So ähnlich muss es doch auch mit den Gesundheitsministern funktionieren. Die müssen sich in den Konferenzen zusammenschalten und müssen schauen, wie sie möglichst schnell zu Impfungen kommen und neues Vertrauen schaffen. Ja. Frau Glas, wie ist es in Israel gelaufen? Was ist gut gelaufen kommunikativ? Gibt es was, wo man sagt, da können wir auch was von lernen? Weil es gibt natürlich, weil es ist ja interessant zu sehen, dass gerade die Jungen Leute auf einmal sich nicht mehr impfen lassen wollen. Ja, das stimmt. Also die jungen Leute, die haben eben auch schon sehr viel Corona-Erfahrung und haben gesagt, gerade bei der jüngeren Generation sind die meisten Fälle gar nicht so schlimm verlaufen. Wir fürchten uns eher vor den Folgen der Impfung als vor den Folgen einer Infektion. Das ist das eine. Auf der anderen Seite kann natürlich Israel jetzt auch nicht immer als Beispielland für Deutschland genommen werden. Israel ist viel kleiner. Wir haben 9,3 Millionen Einwohner. Es ist ein zentral regiertes Land. Aber da sieht man eben, denke ich, ganz klar auch, was in Deutschland versäumt wurde. Stichwort Digitalisierung. In Israel sind alle in vier großen Krankenkassen digital erfasst. Da geht das ratzfatz. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, am Anfang hat man in Israel gesagt, die über 60-Jährigen werden geimpft. Und jeden Abend in Tel Aviv haben sich junge Leute angestellt am Abend und haben gesagt, wenn diejenigen, die den Impfstoff bekommen dürfen, wenn die durch sind und es ist noch was übrig, dann hätte ich das gerne. Und das wurde anstandslos verimpft. Da gab es auch überhaupt keine Diskussion darüber. Dann verfolge ich die Diskussion in Deutschland. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich finde es toll, wenn man ethische Herangehensweisen hat. Aber wenn ich dann mitbekomme, wie ich selber verzweifelt in der Telefonhotline in Baden-Württemberg für meine Mutter hing und was da slapstickartige Szenen sich abgespielt haben, weil nichts funktioniert hat, dann denke ich mir, und jetzt diskutiert er darüber, wer die ansonsten Dosen bekommt, die weggeworfen werden. Also das fand ich dann schon ein bisschen heftig. Das denke ich, man braucht hier pragmatische Zugänge und die gibt es in Israel. Jetzt aber vielleicht noch einen Satz zum Datenschutz. Und da muss man sich eben auch schon sehr klar sein, Israel hat die Daten an Pfizer verkauft. Das war Grundlage des Deals, warum man diesen vielen Impfstoff so rasch bekommen hat. Und jetzt gibt es hier große Diskussionen. Gerade heute hat auch die Knesset zugelassen, dass alle Daten von denen, die sich nicht geimpft haben, an die Gemeinden gegeben werden. Das heißt, die Schulen wissen jetzt, welcher Lehrer sich nicht impfen lassen wollte, welche Jugendlichen über 16 nicht geimpft sind. Das wissen dann auch die Firmen. Was man damit macht, weiß man noch nicht. Aber das ist die Kehrseite der Medaille und des Erfolges. Herr Faas, denken Sie, das könnte man in Deutschland durchsetzen? Weil auf der einen Seite, wie gesagt, schaut man nach Israel. Aber das ist dann die Kehrseite. Wäre man bereit, das mitzunehmen? Oder? Nein, das glaube ich nicht. Wenn wir an die Debatte denken, die wir um die App hatten, die Corona-App, dann merken wir einfach, dass wir in Deutschland sehr sensibel sind an diesem Punkt zwischen Datenschutz auf der einen Seite, Gesundheitsschutz auf der anderen Seite. Und es geht ja nicht nur um diesen beiden Zielkonflikte. Wir reden über die jungen Menschen, die Kinder, die nicht in die Kitas dürfen. Wir reden über die Wirtschaft. Da geht es einfach um ganz fundamentale Priorisierungen, die man so oder so abwägen kann. Wir haben, glaube ich, bisher ein Jahr erlebt, wo ganz klar der Schutz von Leben, von Schutz vor Krankheiten vieles dominiert hat. Das verschiebt sich jetzt so ganz allmählich, eben auch durch diese Müdigkeit, die Sie angesprochen haben. Aber es bleibt natürlich so, dass es um ganz fundamentale Fragen geht, Grundrechtseingriffe massivster Art, die dadurch auch diesen Lockdown permanent und völlig zu Recht auch in Frage stellen. Und dazu kommt, ich finde auch, das merkt man so ein wenig, wenn wir über Kommunikation denken. Wir haben ein Superwahljahr und man merkt schon, dass auch das Bemühen, sozusagen parteipolitisch den einen oder anderen Akzent zu setzen, jetzt doch mehr und mehr sichtbar wird. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, denn auch das gehört zu einer Demokratie. Aber es macht sozusagen so den Faktor Vertrauen, eine einheitliche Linie, wie wir mit dieser Situation umgehen, nicht unbedingt einfacher. Herr Prantl, was denken Sie, wenn Sie das hören, wie in Israel mit Daten umgegangen wird? Wäre das was, wo Sie sagen, okay, wenn wir dann dadurch ein freieres Leben bekommen, wäre ich auch bereit, das so mitzutragen? Ja, das ist die Uralt-Debatte. Ja. Schmeißen wir Grundrechte weg oder geben wir Grundrechte auf, wenn wir dadurch möglicherweise die Möglichkeit besteht, ein bisschen weiter in der Krisenbekämpfung voranzukommen. Wir haben in den vergangenen Jahr Grundrechtseingriffe gehabt, wie wir sie in der Geschichte dieser Republik noch nicht erlebt haben. Die tiefgreifendsten, die weitreichendsten.
Und ich bin wirklich froh und dankbar, dass allmählich eine kleine Grundrechtsdebatte beginnt. Die Grundrechte schienen lange Zeit aus der ganzen Betrachtungsweise völlig weggeschoben zu sein. Und man muss wirklich etwas pathetisch sagen, der freiheitliche Verfassungsstaat ist nicht per se und überzeitlich gesichert. Man muss auch dem Corona-Management Grenzen gezogen werden. Das heißt nicht, dass ich für ein schludriges Krisenmanagement werbe, aber auch ein Krisenmanagement muss Grundrechte achten. Die Grundrechte heißen Grundrechte, weil sie auch in Katastrophenzeiten gelten. Und ich denke, die sind die Wegweiser für unsere Gesellschaft, wie wir auch in Krisenzeiten mit so einer Krise umgehen. Wir müssen sehen, Sie können sämtliche Artikel durchgehen, von Artikel 1 bis hin zur Berufsfreiheit, zur Gewerbefreiheit. Alle sind massiv tangiert worden. Die Existenzen von Zehntausenden, von Hunderttausend Menschen sind gefährdet. Die Bewegungsfreiheit ist so eingeschränkt wie noch nie. Natürlich ist es richtig, dass das Grundrecht auf Leben geschützt werden muss. Aber wir müssen abwägen mit anderen Grundrechten. Wir müssen uns über Verhältnismäßigkeit unterhalten. Das wird, glaube ich, die Diskussion der nächsten Wochen und der nächsten Monate sein. Und diese Diskussion ist richtig. Und jetzt wieder zu sagen, Datenschutz weg, dann funktioniert die ganze Corona-Bekämpfung besser. Es ist der falsche Argumentationsstrang. Herr Brockmann. Das ist ja auch keine Hop-oder-Top-Diskussion. Das heißt ja nicht, Digitalisierung, dann muss man den Datenschutz aufgeben. Sondern es gibt ja Lösungen. Der Datenschutz ist ja da und dann muss man Lösungen entwickeln, wie Dinge datenschutzkonform gemacht werden können, ohne dass man gar nicht auf digitale Methoden setzt zum Beispiel. Und das war zum Beispiel bei der Corona-Warn-App ja eine lange Debatte. Macht man das zentral oder dezentral? Ich will gar nicht darauf eingehen, ob die funktioniert und so weiter, aber das war ja eine lange Debatte. Was mich in der Diskussion so ein bisschen stört, ist, dass wir nehmen zum Beispiel Israel und überlegen, kann das sozusagen so eine Schablone sein? Aber das bedeutet ja nicht, dass man alles übersetzen muss, direkt. Oder Großbritannien ist ein anderes gutes Beispiel. Oder die USA, die mit einer sehr hohen Quote mittlerweile gehen. Sondern es geht eigentlich darum, und das lerne ich aus den Berichten aus Israel, dass man besser mit Ausnahmesituationen klarkommt. Also hier habe ich oftmals das Gefühl, dass wir Routineprozesse versuchen, auf eine Ausnahmesituation anzuwenden. Also was wir aus einem sehr effizienten Routinebetrieb kennen, dass wir das anwenden wollen. Und das geht schief, weil es viel zu langsam ist. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass Israel auch ganz andere Krisen gewöhnt ist. Ja, und dass sie halt, genau, dass sie viel dynamischere, die Pandemie ist erstens neu, sie ist hochdynamisch und sie ist in vielen Dingen unverstanden. Und das heißt, wir müssen mit fragmentiertem Wissen umgehen. Ja, wir können nicht 3 Jahre warten, bis wir die Evidenz haben, wie jetzt die Reproduktionszahl. Ja, aber wir müssen aber jetzt immer jeweils Entscheidungen treffen. Genau, wir müssen jetzt entscheiden, öffne ich den Friseur oder den Baumarkt? Das kriegt man nicht mit Routine hin. Ja. Ne? Also das kriegt man nicht mit den lange etablierten Prozessen hin. Ja, sehe ich immer den... Frau Glass, was ist denn Ihr Eindruck? Ist es auch eine andere Haltung? Klar, wir können das nicht 1:1 vergleichen, aber gibt es was, wo man sagt, ja, da gibt es vielleicht eine andere Krisenerfahrung, die das dann auch, wodurch man halt eben bestimmte Dinge einfach oder bestimmte Situationen besser handeln kann? Sicher. Also es liegt sicherlich daran, Sie haben es vorher selbst schon angesprochen, Israel ist viele Krisen gewöhnt und man nimmt dann auch vieles hin. Also Stichwort Datenschutz, ich habe da schon oft sehr geschluckt und wenn ich das mit meinen israelischen Bekannten angesprochen habe, dann haben die gesagt, naja, wieso, wir sind doch ohnehin, was das Handy betrifft, längst alle getrackt und das ist jetzt nicht so tragisch. Interessant wird es, was ich angesprochen habe, jetzt gerade die Debatte, was passiert mit denen, die sich nicht impfen lassen wollen. Und ich denke, das wird hier auch noch fürs höchste Gericht gehen. Da ist das letzte Wort hier absolut nicht gesprochen. Okay. Ich würde noch gern einmal den Bundesgesundheitsminister zu Wort kommen lassen, weil er, also wenn man ihn heute gehört hat, hatte man nicht den Eindruck, dass wir schnell lockern werden. Stichwort Mutationen. Die spannende Frage ist, was macht das unter Bedingungen von Mutation und höherer Ansteckungsfähigkeit in anderen Bereichen? Und ich werbe jedenfalls dafür als Bundesminister für Gesundheit, Sie können das anders sehen. Ich werbe sehr dafür, dass wir diese Schritte vorsichtig gehen, weil nichts wäre fataler, übrigens auch für die Akzeptanz, wenn wir in 4 oder 6 Wochen wieder vor ganz anderen Debatten stünden.
In 4 oder 6 Wochen haben wir auch schon Landtagswahlen hinter uns, Herr Faas. Und es geht, wenn es um die Akzeptanz geht, wie wichtig ist es, dass man jetzt sagt, ja, wir müssen jetzt lockern? Oder was zahlt ein auf Vertrauen und auf Akzeptanz? Woran lässt sich das messen? Also Vertrauen ist erstmal wirklich ganz, ganz wichtig, weil es extrem komplex ist und wir alle, glaube ich, nicht durchschauen, worum es im Detail geht. Wir müssen darauf vertrauen können, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und ich glaube, das ist bisher auch grundsätzlich passiert. Aber jetzt steuern wir schon länger, die Zahlen gehen schon länger zurück. Irgendwie erwarten jetzt doch alle, dass die Situation sich entspannt. Und wenn jetzt aber in dieser Situation diese B117-Variante tatsächlich dominant wird und uns wirklich zurückwirft, da muss ich nur auf das vertrauen, was Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen sagen. Aber das ist ja durchaus besorgniserregend. Dann hat Jens Spahn, glaube ich, an der Stelle schon einen Punkt. Jetzt zu öffnen und dann in 4 Wochen nochmal zu sagen, stopp, wir müssen zurück zu dem, was wir vorher hatten, vielleicht noch massiver. Das wird dieses Hin und Her, das ist, glaube ich, wirklich schwierig. Man las ja in dieser Woche davon, in Nürnberg waren einen Tag die Schulen auf, dann musste man sie wieder schließen, weil die Inzidenz plötzlich wieder über 100 lag. Also ich glaube, solche Schnellschüsse... Aber man hat immer den Eindruck, es ist irgendwie schließen oder öffnen und es ist so wenig Klugheit da drin. Naja, so sieht es eben sehr schnell aus, weil man auch die Begründung eben nicht immer transparent macht, weil die sich auch ändern im Laufe der Zeit. Ganz lange hieß es immer die Nachverfolgung. 50 ist so eine Grenze, das können die Gesundheitsämter schaffen. Diese Zahl an Neuinfektionen können sie nachverfolgen. Jetzt steht diese 35 im Raum. Ich glaube, die ist nicht neu erfunden worden, was Armin Laschet da einmal etwas unglücklich formulierte. Aber trotzdem, plötzlich ist es eine andere Begründung. Und die ist dann plötzlich da und da nimmt man die Leute, glaube ich, nicht immer mit, indem dass man sagt, plötzlich ist der Rahmen ein ganz anderer und das Argument, was wir über viele Monate, Wochen jetzt gemacht haben, das gilt so einfach plötzlich nicht mehr. Wissenschaftlich ist das, glaube ich, nicht umstritten unbedingt, aber man braucht eben die Akzeptanz in der Bevölkerung und wer weiß im Ernst, was ein R-Wert ist, weil es eine 7-Tage-Inzidenz ist. Das ist, glaube ich, das Spannungsverhältnis, in dem wir uns hier bewegen. Ja, aber Herr Prantl, an was sollte sich die Politik da also hauptsächlich orientieren oder messen lassen? Ist es wirklich, ist es die Zahl der Infektionen? Ist es die Zahl der Toten? Ist es die Zahl der wirtschaftlichen Pleiten? Also wenn Sie jetzt in dieser politischen Entscheidungssituation, nach was würden Sie sich denn richten? Das ist auch keine isolierte Zahl. Es geht doch darum, all diese Dinge, die Sie jetzt aufzählen, die Sie andeuten, in die Überlegungen mit einzubeziehen. Ich muss mir ja erst mal überlegen, was schütze ich denn eigentlich? Geht es mir um die individuelle Gesundheit bei den einzelnen Maßnahmen, die ich treffe, bei den Ausgangssperren, bei den Beherbergungsverboten, bei den Geschäftsschließungen? Oder geht es mir um die Volksgesundheit, um die öffentliche Gesundheit, also um die Art und Weise, wie die Krankenhäuser die Krisen bewältigen? Die einzelnen Maßnahmen sind ja auch von den Zielen, die ich mir stelle, abhängig. Und jetzt würde ich wirklich sehr, sehr differenzieren. Ich würde bei den Schulen ganz klar bei der Öffnung der Schulen bleiben. Ich würde bei der Öffnung der Museen bleiben. Ich würde vorsichtig überlegen, ob man die Sportstätten wieder öffnen kann. Die Leute werden ja irgendwann wahnsinnig, wenn sie sich nicht mehr betätigen können. Herr Faas redet zu Recht vom Vertrauen. Ich muss bei aller Vorsicht, die Herr Spahn anmahnt, bei der Öffnung, bei der Lockerung versuchen, dahin zu kommen, dass das Vertrauen in die Bevölkerung wieder da ist. Wir müssen bei all dem auch sehen, wir leben in einem ganz großen Wahljahr. Wir haben eine Fülle von Wahlen vor uns bis zu den Bundestagswahlen im September. Demokratie lebt von der Überwindung sozialer Distanz. Bei der Pandemiebekämpfung haben wir immer wieder gesagt, es geht darum, die soziale Distanz irgendwie so gut es geht herzustellen, so viel soziale Distanz herzustellen, wie es nur geht. Ich frage mich immer, wie schaut eigentlich ein Wahlkampf in diesen Zeiten aus? Das weiß, glaube ich, auch noch niemand. Der Wahlkampf besteht aus Versammlungen, Wahlkampf besteht daraus, dass die Politiker an der Haustür klingeln, dass die mit den Leuten reden. Wie soll das alles ausschauen? Na gut, die CDU hat auch einen Vorsitzenden gewählt. Auf eine ganz andere Art. Aber die Frage ist ja, jetzt haben wir ja ein Jahr fast... Wie übertrage ich das auf das Große? Ich kann einen Parteitag mit 1000, mit 2000 Leuten noch digital abhalten.
Kann ich denn einen Bundestagswahlkampf, einen Landtagswahlkampf, bei dem ich um die Stimmen von zig Millionen Menschen werbe, kann ich den komplett digitalisieren? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ja, ich stelle mir noch eine andere Frage, Herr Brockmann. Jetzt haben wir fast ein Jahr Pandemie gelernt, auch den Umgang. Wir haben ganz viel darüber gelernt. Wären wir auch nicht bereit, viel eigenverantwortlicher mit dieser Pandemie umzugehen, selber zu entscheiden, gerade wenn ich jetzt Schnelltests hätte, private Schnelltests, die ich selber machen kann, selber zu schauen, mich so zu verhalten, dass ich mich schütze, dass ich entscheiden kann, in welches Geschäft ich gehe, mit wie vielen Leuten ich da sein muss. Wäre das nicht jetzt auch an der Zeit? Also wir haben dazu mal die Antwort der Bevölkerung in der ersten Welle angeschaut. Wir haben gesehen, dass schon lange vor Maßnahmen in der ersten Welle die Menschen vorsichtig geworden sind. Sie sind völlig freiwillig zu Hause geblieben und das wurde dann durch Maßnahmen verstärkt. Aber wir haben diese Signale gesehen, so in diese positive Richtung, dass Menschen vorsichtig werden, wenn sie, da ist die Pandemie gekommen, die waren dann vorsichtig. Ähnliches Verhalten auch bei, als diese neue Variante sich ausbreitete. Aber diese Effekte werden natürlich immer schwächer, weil die Leute halt müde werden, pandemiemüde. Ne? Das ist eine unfassbare Stresssituation. Und deshalb bin ich auch immer sehr vorsichtig. Das heißt, wenn wir nicht zum Beispiel durch Testungen begleitete Schulöffnungen machen, also Tests sind ungeheuer, das zeigen alle Studien, sehr effektiv. Also natürlich nicht die Krankheit zu bekämpfen, aber Leute zu identifizieren, die dann positiv sind, die dann quarantänisiert werden. Alle Studien zeigen das, dass man auch sporadisches Testen, dass das sehr effektiv ist. Was man unbedingt vermeiden muss, ist, dass nach 4 Wochen das dann wieder durch die Decke geht. Ich glaube, das hält keiner mehr aus. Also lieber länger dann doch noch zurückhalten. Und auch differenziert. Also ne, wir gucken uns die Deutschlandkarte an. Es gibt Landkreise, die haben eine unter 20er Inzidenz. Mhm. Da kann man ganz anders agieren. Also diese Aber Idee, wenn man ist, da man halt die Gaststätten aufmachen würde, würden die aus den anderen Landkreisen dahin kommen. Das ist ja das Argument. Das ist eben genau nicht so. Also das sind immer so Karikaturwahrnehmungen der Realität. Mhm. Ne? 80% der Mobilität zum Beispiel findet innerhalb von Landkreisen statt. Das allermeiste, nochmal 80% davon, sind einfach Berufspendler. Es passiert nur ganz wenig, dass diese Bilder von diesen Horden, die dann über die Landkreisgrenze in irgendwelche Cafés stürmen, das gibt es, aber das ist eine total verzerrte Wahrnehmung. Und also Sie würden schon für eine differenziertere Absolut. Art und Maßnahmen und Regelungen schnell bei niedrigen Zahlen und sehr spezifisch reagieren. Mhm. Also ein Landkreis mit einem 10er-Inzidenz ist was anderes als 150. Mhm. Ist was ganz anderes. Ja. Frau Glass, noch die Frage nach Israel, weil wir schauen immer auf die Impfung, aber ich würde ganz gerne mal wissen, wie funktioniert das mit den Schnelltests? Ist das was schon so ganz normal auch ist in den letzten Wochen, dass man sich überall testet? Also Schnelltests zu Hause eher nicht. Das wird jetzt erst diskutiert. Aber es gibt überall Testzentren, wo Sie hingehen können in Tel Aviv. Das wird dann zum Teil vom Militär oder auch von Sanitätern organisiert. Da gibt es laute Disco-Musik. Können Sie reingehen, werden relativ schnell getestet, bekommen dann das Ergebnis aufs Handy. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich denke bei der ganzen Diskussion, ja. Kostenlos? Oder weil das ist ja hier auch noch eine Frage, wie viel darf es kostenlos. Kosten? Kostenlos. Kostenlos. Okay. Die Impfungen sind auch kostenlos und zum Beispiel, ich habe ja auch keine Krankenkasse in Israel, ich habe eine Krankenkasse in Deutschland und trotzdem, ich wurde hier auch kostenlos dann geimpft, getestet. Also wer da kommt, das betrifft dann zum Beispiel auch Asylsuchende oder philippinische Arbeiterinnen und Arbeiter. Also da wird hier keine Unterscheidung gemacht, sondern man kann sich hier kostenlos testen und impfen lassen. Aber bei der ganzen Diskussion, die Sie jetzt auch hier führen, denke ich mir, wenn Israel diese raschen Impfungen nicht gehabt hätte, dann wird es hier auch ganz anders aussehen, weil man merkt einfach, man kann die Leute, speziell wahrscheinlich auch mit der Mentalität, eher hier im Raum nicht lange wegsperren oder ihnen etwas verbieten. Als es zum Beispiel nicht erlaubt war, dass die Restaurants bedienen, hieß es, wir machen Home Delivery und dann hat man auf der anderen Straßenseite die Tische aufgestellt und dann sind die Menschen einfach auf die andere Straßenseite gegangen und der Kellner hat Home Delivery zu dem Tisch auf der anderen Straßenseite gemacht. Also da hat es ziemliche Auswüchse gehabt und auch die Kommunikation
Kommunikation der israelischen Regierung, die war zum Teil eher chaotisch. Man hat an einem Tag erklärt, man schließt die Strände, am nächsten Tag auf Druck der großen Lobby das dann doch wieder nicht gemacht. Also ohne die Impfungen würde es bei uns hier auch vollkommen anders aussehen. Ich denke, man muss irgendwann mal akzeptieren, die Leute wollen wieder ein Stück Normalität und man muss dann auch etwas auf Eigenverantwortung hoffen. Und man muss Tempo machen bei den Tests, bei den Impfungen. Herr Faas, wenn man jetzt, Herr Brandl hat den Wahlkampf schon angesprochen, was wird das wird diese Wahl durch Corona bestimmt werden? Und kommt es jetzt auf diese nächsten Wochen an, wer da am besten, auch in welchem Land, wie sich am besten verhält? Auf ganz vielen Ebenen wird Corona dieses Wahljahr dominieren. Als Thema, wir werden ganz, ganz viel über dieses Thema sprechen. Vor allem auch über das Management der Pandemie. Und das ist auch völlig legitim, dass darüber gestritten wird. Aber es wird auch die Formate natürlich berühren. Herr Brandl hat es ja angesprochen. Tür-zu-Tür-Wahlkampf mag sogar gehen im Sommer. Das ist ja doch nochmal eine andere Situation. Aber Großveranstaltungen wird es sicherlich keine geben. Und bis hin zur Art der Stimmabgabe wird natürlich Corona eine Rolle spielen. Wir werden viel mehr Briefwahl haben. Wir finden oft, oder die Wahlleiter finden kaum Freiwillige, die im Wahllokal sitzen, weil sie Befürchtungen haben, dass sie sich anstecken. Also auch auf der Ebene berührt Corona ganz fundamental dieses Wahljahr. Zu hoffen bleibt wirklich, und das ist aus demokratietheoretischer Sicht der entscheidende Punkt, dass wir wirklich Debatten führen. Es wäre eigentlich aus systemischer Sicht das Schlimmste, wenn wir einfach einen Nicht-Wahlkampf führen würden. Dafür ist die Situation viel zu gravierend, dafür steht viel zu viel auf dem Spiel. Aber ist es nicht auf der anderen Seite ganz wichtig, dass man das Gefühl hat, die Regierung zieht ja an einem Strang? Und jetzt höre ich den SPD-Fraktionschef Mützenich, der ja, das sagt ist ein ganz schmaler Grat. Jens Spahn, er ist ein Ankündigungsminister. Das ist ja ein Ton, der gab es ja vorher nicht. Ja, und genau so, wie Sie es formulieren, das ist, glaube ich, der schmale Grat. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass es eine symbolische Auseinandersetzung ist, bei der es nicht um die Sache geht, dass es darum geht, vermeintlich billige Punkte, billige Treffer zu landen. Das gilt auch in Nicht-Pandemie-Zeiten übrigens. Menschen haben ein sehr feines Sensorium dafür, ob hier ernsthaft debattiert wird oder ob das irgendwelche Show-Debatten sind, bei denen es eigentlich nicht um die Sache geht. Und also, sicherlich droht ein wenig, dass so viel Angriffsfläche hier durch Corona entstanden ist, dass man dazu geneigt ist, schnell mal so einen Treffer zu landen. Mhm. Aber eigentlich geht es um ganz, ganz andere Fragen. Man kann über so viele Fragen aus Anlass der Pandemie diskutieren. Digitalisierung, Bildung, Ungleichheit betrifft in diesem Land. Betrifft ja ganz viele Lebensbereiche. Eben. Ja, genau. Und das wäre eigentlich die Hoffnung, die ich positiv formuliert hätte. Ja. Herr Brandl, würden Sie sagen, das ist gerade eine besondere Chance für die Demokratie, also diese Krise auch in einem Wahljahr jetzt auch noch, oder ist es eine besondere Gefahr? Und ja, es wird ja immer davon geredet, dass in der Krise eine große Chance steckt. Ich würde mir erhoffen, dass endlich der Bundestag die Chance ergreift. Der Bundestag ist eigentlich in dem ganzen Corona-Jahr komplett ausgefallen. Der Bundestag muss seine Rolle als souverän wahrnehmen. Der Bundestag muss viel intensiver debattieren. Die Debatten haben weniger in der Regierung stattzufinden, die Debatten haben im Parlament stattzufinden. Und wenn sie im Parlament stattfinden, dann sind sie ein Kristallisationspunkt für die öffentliche Debatte. Dann läuft die öffentliche Debatte völlig anders. Dann ist die Corona-Politik transparenter. Ich denke, wir stehen tatsächlich vor entscheidenden Monaten. Und die Leute sind nicht ganz blöd. Nachdem die Zahlen für Söder beispielsweise am Anfang ungeheuer groß waren, hat man, glaube ich, gemerkt, dass die Art und Weise, wie Markus Söder Corona-Politik treibt, sehr auf Schaueffekte ausgelegt ist. Dass er immer derjenige war, von dem man das Gefühl hatte, kaum hat die Ministerpräsidentenrunde getagt, überlegt sich die Söder-Runde zu Hause in der Staatskanzlei, was könnten wir jetzt schon wieder aushecken an einer Forderung nach einer Impfpflicht, um vielleicht doch mehr Schlagzeilen zu haben, als sie Herr Laschet hat. Das ist eine Art von Politik, die geht den Leuten allmählich auf den Geist, und auf die Art und Weise, glaube ich, wird man nicht Kanzlerkandidat. Das ist das Erste, was ich feststellen möchte. Aha, okay, gut. Wenn hier eine Sensibilität herrscht, wie wirklich gute Corona-Politik ausschaut, dann wäre ich ganz zufrieden. Und dann wäre mein Konzept, wenn Sie mich fragen, wie soll es für die nächsten Monate ausschauen, dann sage ich mehr testen, mehr impfen und mehr private Verantwortung. Weil die Art und Weise, wie die Bürgerinnen und Bürger in den letzten Monaten behandelt worden sind, mit Kontaktsperren, und sie dürfen sich nur mit einem Menschen außerhalb des eigenen Haushalts treffen, die waren lächerlich und kindisch, und da wurden die Grenzen des rechtlich Regelbaren wirklich um Lichtjahre überschritten.
Schritten. Okay, Herr Brockmann, nächste Woche gibt es ja wieder eine Ministerpräsidenten- und Ministerpräsidentenkonferenz. Was würden Sie sich da wünschen? Sagen Sie auf jeden Fall strenger und bleiben? Oder gibt es noch, würden Sie sagen, ein bisschen was können wir auch öffnen? Na so, also ich glaube, es gibt Strategien und Wege der Lockerung, begleitet durch Testen und Impfen. Also es gibt tatsächlich intelligente Lösungen, die erarbeitet worden sind, zum Beispiel von der No-Covid-Gruppe. Ja, da kann man halt sehen, das sind ja Strategien zur Öffnung, zur Lockerung. Es soll einen Stufenplan geben, das würde Sinn machen. Genau, dass man regionaler, lokaler agieren kann, inzidenzabhängig, dass man schneller reagiert, dass man nicht erst 3 Wochen debattiert, ob jetzt eine dritte Welle kommt oder nicht, sondern dass man halt sofort reagiert in diesen niedrigen Inzidenz, dass man auch neue Technologien verwendet. Ja. Also, da ist noch ein Stück Arbeit und das schaffen wir jetzt auch nicht mehr in dieser Runde zu besprechen. Vielen Dank, Herr Prantl, Frau Glasner-Tel Aviv, Herr Brockmann, Herr Faas, das war die Phoenix-Runde heute. Ab Montag dürfen Sie auf jeden Fall schon mal zum Friseur, das hilft dann auch. Ich wollte Ihnen noch sagen, dass die Phoenix-Runde ab jetzt auch bei Spotify als Podcast gibt, also können Sie uns auch hören. Obwohl es auch schön ist, wenn Sie uns sehen. Und morgen, liebe ZuschauerInnen, reden wir über das Gendern in der Sprache. Und ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Bis dahin. Tschüss.